Hallo und willkommen zurück zu Atelier Sophie 2. Ja, auch heute sind wir noch immer dabei, unsere Ausrüstung für den Kampf gegen Elvira zu verbessern. Bomben, Heilgegenstände und Waffen haben wir bereits hinter uns. Das heißt, es fehlen noch Accessoires und Talismane. Ich fange einfach mal von hinten an. Support-Talisman hat Level 76. Synergie-Talisman hat 57. Das heißt, ich würde den erstmal bauen und vielleicht brauchen wir den Synergie gar nicht mehr. Müssen wir mal gucken. Fangen wir mal damit an. So. Da wieder umstellen. Und ja. Ich habe noch keine Ahnung. Sortieren wir nach Feuer. Okay, da haben wir sehr viel. Das Buch sieht ja auch schon so rot aus. Dann gucken wir mal bei Eis. Ist gar nichts da. Blitz. Wir haben ein bisschen näher. Also hier gehen wir auf jeden Fall den Feuerweg. Und wir müssen auch Trades im Blick behalten. Ja, das sind schöne Trades, aber wenn ich hier die Chance habe, ganz, ganz viel Feuer schon mal reinzunehmen, dann machen wir das mal. Oh, hier habe ich nur... Oh, zersetzen Wolf. Das ist eine Sache, die wir über Gutscheine gekauft haben. Und da haben wir schon Feuerlevel 2. Möglicherweise nehme ich doch hier nicht das Buch. Da habe ich noch Licht mit dabei. Death Speed Supercharge klingt auch gut. Und Licht dabei. Also ist das erstmal die Wahl. Hier nehmen wir den. Ja, hier habe ich auch wieder ganz viel Rot. Oder auch ganz viel Eis. Ich bin erstmal neugierig, was bringt mir Gelb? Wenn ich Gelb ja wahrscheinlich nicht nehme. K.O.-Resistenz ist ganz nett. Dann kann man Kampf quasi so ja, 10-mal durchführen und ab und zu hat man mal Glück mit den Zufallswürfen und widersteht dem K.O. und dann läuft der Kampf dann auf einmal. Ist eine Möglichkeit. Und stattdessen Blau wäre... Skill Boost plus 5%. Ich habe auch keine Ahnung, wer diesen Talisman bekommen wird, aber Skill ist ja was, was jeder auch nutzt. So, das heißt, wir gehen hier nach den Punkten. Da haben wir 11 Blau. Und wenn ich stattdessen auf Gelb gehe... Genauso viel im Prinzip. 13 haben wir da, okay. Okay, und auf der anderen Seite hier habe ich bei Gelb auch viel Möglichkeiten und bei Eis. Obereis. Ist natürlich nicht schlecht, weil das. Da sollten wir auf jeden Fall so einen Metallbarren nehmen, weil wir dann nochmal alle Attribute plus 14 bekommen. Overflowing Life bringt uns auch nochmal was. Hitpoints nochmal 100 dazu. Windrider war irgendwie 10% schneller, ne? Ja. Auch gut. Das heißt, da haben wir 8 plus 4 sind 12 Punkte, die wir nutzen können. Aber das Rot, ja, wir können sogar alles nutzen. Hier nicht. Dann haben wir Ice Max Level nochmal plus 2. Das ist schon nicht schlecht. Wenn ich jetzt aber überlege, da haben wir 10% schneller und hier haben wir... das ist alles die gleichen. Overflowing Life. Genau. Hier haben wir dann... mal 36, das hatten wir schon mal ausgerechnet letzte Folge, 46 plus die 100 unten sind 146 Punkte in den Attributen oder 10% schneller. Glaube ich. Achso, und Punkte haben wir hier 7, 11 und da haben wir
12. Das macht also keinen großen Unterschied. Eismax Level plus 2 haben wir da natürlich noch. Das ist schon noch. Ja. Ich bin tatsächlich bei weniger Wartezeit, Leute. Ich nehme unser Tico Metal. Ist das noch ein Unterschied hier? Das ist Schrott, okay. So, das heißt, wir brauchen hier dann nochmal ein bisschen Gelb eventuell. Aber ein bisschen Blau will ich auch schon noch haben. Wenn ich kein Gelb und Blau kriege, dann nehme ich nur Blau. Ich kriege das Brett ja ohnehin nicht voll. Death Speed Boost. Ne, ich bleib bei Blau. Dann haben wir nicht so einen RNG-Faktor drin. HP Supercharge. Dann hat man plus 60. Ne? Speed Supercharge. Speed plus 20 auch noch. Aber wir haben hier Licht drin und Blau. Das wäre schon okay, das zu nehmen. All Stats Charge. War plus, Charge war immer das Schwache, ne? Das war plus 10. Ja. Da waren meine 50 Punkte, die da mal rumkommen. Ne? Beaming Sun, da sind wir bestimmt besser, wenn die Sonne scheint. Ja. Ne, morgens und mittags. Mit Sonne gar nichts zu tun. Speed of Gods. Speed plus 30. Ja, entweder alle Attribute plus 10 oder Speed plus 30. Hm. Nehme ich dann doch lieber alle plus 10. Also Speed ist natürlich das wichtigste Attribut, aber trotzdem. Dann bleiben wir hier oben. Ja, der wäre ganz gut. Der ist etwas schlechter. Und hier habe ich halt noch Rot mit dabei. Komm, nehmen wir den. So. Gucken erstmal, haben wir hier noch Schrott, den wir nicht brauchen. Nee, das ist wichtig. Okay, aber Blitz, der eine Punkt, ja. Das heißt, ich würde mit Licht anfangen und Licht muss dann auch so bleiben. Ich kriege bei Licht gar nicht die Punkte alle so zusammen. Aber ich sehe hier gerade so eine schöne Möglichkeit, die Teile anzuordnen. Das muss ich immer eben nutzen. Aber auf 10% kriegen wir das nicht. Das heißt, ich muss versuchen, auf Bonuszutat zu gehen. Ich kriege hier nochmal zwei Links. Ich glaube, wir kriegen nur drei Striche jetzt dafür. Ja. Und können nicht tauschen. Okay, dann mache ich jetzt Rot, in der Hoffnung, dadurch eine Bonuszutat auszulösen. Aber ich fürchte, da finde ich genügend Material. So, das passt da gar nicht hin. Ist auch nicht schön. So. Naja, ich guck mal, wenn ich den jetzt da hinsetze. Entweder den dahin. Ja, doch, das würde schon ganz gut passen. Crest ist ja sowas wie ein Wappen, ne? Das wird uns für irgendwas schützen. Ich werde nochmal tauschen können. Das heißt, ich würde hier nochmal einen hinlegen. Und den hier so. Ich weiß nicht.
So, bringt mir auch nicht viel. So, jetzt kann ich noch den hier umwandeln. Ich könnte nochmal umwandeln. Will ich aber eigentlich gar nicht. Ich kann noch keine Bonuszutat machen. Schade. Dann mache ich das nochmal mit umwandeln. Leider, aber das ist der einzige, der hier möglich ist. Und jetzt den. Warte mal, da kriege ich also einen Link zustande. Da kriege ich auch einen Link zustande. Hier würde ich zwei zustande kriegen. Ich brauche die Punkte oben gar nicht. Extra Fuel Ingredient, das wollte ich doch hören. Und da brauchen wir noch ein bisschen Licht. Speed Supercharge. Death Speed Supercharge. Speed of Scandal 15 oder so, ne? 20, ja, okay. All Stats Charge. Und wir haben schon All Stats Boost. Das würde sich, glaube ich, kombinieren dann. Das heißt, den muss ich nur irgendwie vernünftig hinkriegen. Und zwar so, dass er auch eine Verknüpfung bildet. Da mache ich, da kann ich ihn sowieso nicht setzen. Da hat er ja was kaputt gemacht. Da mache ich auch wieder was kaputt. Ich muss den hier so mitten reinflanschen. Ein bisschen Feuer kaputt. Ich hoffe nicht zu viel. Na, ein Punkt Feuer. Na, das ist doof. Geht das noch taktisch anders? So mache ich drei Feuerpunkte weg. Da auch. Ach so, warte mal. Da mache ich zwei Links kaputt, das geht so nicht. Da kriege ich keinen neuen Link dazu. Da mache ich ja Links kaputt. Schade, und ich habe auch nicht aufgepasst vorher. Ich muss noch mal eben. Ich habe. Ah, nee, die Windeigenschaften habe ich jetzt erst bekommen. Nee, cool. Ich muss hier eine andere Zutat wählen. Mit der hier geht's nicht. Ich hatte auch eben noch mal. Was ist das? Charge, oder? Das ist der gleiche Zettel, ja. Zwei Punkte Licht würden mir erreichen. Einer eventuell auch. Als das Boost hatten wir schon. Kriegen wir leider nicht. Okay, dann muss ich das noch ein bisschen anders planen.
So, und jetzt setze ich den nicht da oben rein, sondern hier. Dann nimm jetzt meinen Zettel. So, rot und lila stimmen schon mal, aber kriege ich jetzt blau da noch vernünftig rein? Ich glaube, das kann ich vergessen. Muss ja keine Verknüpfung haben. Den ersten Strich schaffe ich, aber danach wohl nicht mehr. Ja, damit mache ich mir Lila wieder kaputt. So. Ja. Haben wir den ersten Strich. Da gehen und dann könnte ich noch einen ransetzen. Das heißt, ich bekomme 2, 3 Punkte noch. Ich brauche aber 6 Punkte. Ich will gerade mal gucken, wie viel Feuer darf ich kaputt machen. Das ist schon zu viel. Das waren jetzt 4 Punkte. Aber 2 darf ich wegnehmen. Dieser eine Eispunkt zum Beispiel. Also mit dem dicken hier werde ich überhaupt nicht mehr warm. Den kann ich vergessen. Ich kriege meine 6 Punkte nicht. Ich müsste die 3 komplett platzieren und den einen doppeln. Das macht dann 5 Punkte. Mal gucken, wie viel das jetzt bringt. Wahrscheinlich Skillboost plus 10%. 7% sogar nur. Ne, dann verzichte ich drauf. Dann bleiben wir bei Skill Reduction plus 15%. Also ich vermute, oder Skill Reduction 15% weniger MP. Das wäre ja was, was ich gar nicht gebrauchen kann.
Oder Skill Reduction 10% schneller, 15% schneller. Wahrscheinlich 15% weniger MP. Alles klar. Kommando zurück, wir bauen nochmal neu. Mit neuen Gegenständen auch, eventuell. Wobei bei dem Buch, ja, okay. Hier bin ich bei Tico Metal gelandet, wenn ich jetzt sage, ich will aber gar nicht so viel Gelb haben, aber da habe ich es auch wegen des Trades gemacht. Das ist schon okay. Also, ich beginne diesmal mit Rot. Und wir wollen schauen, dass wir auf jeden Fall eine Zusatzsache jetzt schon freischalten. So gemacht, ernsthaft? Und ja, warte. Den? Achso, den da. Moment. Hab ich das nicht gemacht? Und der hier ein tiefer? Oder war der gar nicht da? Also, wo ich gar nicht mich neu entsinnen kann, war der da. Dann würde sich das so anbieten. Ich könnte jetzt noch was im Feuer vertauschen. Hätte ich vorher was legen müssen. Reicht noch nicht für Bonuszutat. Da krieg ich einen. Da krieg ich einen. Da krieg ich zwei. Ja, Bonuszutat ist da. Und ich nehme trotzdem den Zettel wegen All Stats Charge. Ich
So, und jetzt werde ich das mit Blau wieder überbauen. Das ist mal der, das ist der ätzendste. Also da drumherum kann ich nicht bauen, da mache ich zu viel Rot weg. Da genauso, wobei, ja doch, da mache ich zwei, drei links weg und so, das ist alles blöd. Also ich kann ja eigentlich nur hier hinsetzen. Dieser Rollschuh, der kann denn da nur hin. Auf der anderen Seite geht ja nicht. So, ich brauche jetzt keine Links mehr. Eisfeld kriege ich nicht. Noch mehr Licht will ich gar nicht wegreißen unbedingt. Da kriege ich zwei Punkte. Hier kriege ich jetzt nochmal 5 Punkte. Jetzt brauche ich nur noch 2 Punkte und das wäre zum Beispiel das Feld hier. Ja, ist doch gut. Ich könnte das auch da hinsetzen. Ist die Frage, was günstiger ist. Hier haben wir noch einen zusätzlichen Link, der steigert die Qualität einen kleinen Tick. Hier machen wir das Brett ein bisschen voller, also machen eine Reihe noch mehr. Ich glaube, ich mache nochmal den Zusatz links. Hä? Und ich habe... Hä? Ich dachte, ich krieg hier... All Stats Charge und All Stats Boost hätte ich noch. Habe ich verwechselt, sorry. Ich habe zweimal All Stats Charge genommen. Das ist doof. Dann bringt mir der Zettel ja überhaupt nichts. Ich muss auch hier nicht nach Licht gehen, sondern ich kann komplett nach Trade gehen. All Stats Boost wäre halt ganz gut. Das Ei.
So, würde ich noch eine Verknüpfung hinkriegen. Ich krieg sowieso die 3 Punkte, ist schon okay. Kann schon fast so bleiben. Trotzdem versuche ich das nochmal hier. Nein, das reicht nicht. Nochmal da. So, jetzt kann ich nochmal so ein Eis verwandeln. Den nochmal da. Okay, und das verknüpft sich nicht. Das ist aber nicht schlimm, weil ich jetzt... Moment, jetzt habe ich doch als das Supercharge. Hat sich das durch Zufall so ergeben? Ich dachte, diese beiden würden sich verknüpfen. Das ist aber gar nicht so. Den All-Star Supercharge bekomme ich, indem sich Attack Def und Attack Speed Supercharge kombinieren. Okay, ich bin da nicht wählerisch. Ich nehme einfach die 20 Bonusattribute und ich nehme die 15 Bonusattribute. Und jetzt nehme ich aber nicht nochmal die 10 Bonusattribute, sondern stattdessen Windrider. Die Wartezeit bei Skills ist um 10% reduziert. So, mal schauen, wem der Talisman was nützt. Guard Damage um 15% reduziert. Das ist was, womit sie überhaupt nichts anfangen kann eigentlich. Dieser Talisman ist nur gut wegen der Stats, wegen der Attribute. Wenn wir jetzt stattdessen den hier nehmen... Wenn wir die Stats, Hitpoints gehen 65 runter, das ist halt ärgerlich, aber dafür geht MP 25 hoch, das ist egal, wir brauchen die vielen MP nicht, weil das bei Sophie sowieso so ist. Wenn sie MP einsetzt, ist es meistens 50% oder sowas, also das heißt sowieso in rauen Mengen. Da bringen die 25 mehr jetzt nicht so viel. Gut, Attack plus 26, okay. Verteidigung plus 46. Ich denke, Verteidigung plus 46 gleicht es aus, dass wir die 65 Hitpoints verlieren. Speed plus 11, ja, also ein Hauch besser anhand der reinen Stats, aber wir kriegen noch zusätzlich, ach, wir haben auch wieder den Guard Damage, 25%, okay. Wenn sie es aber schafft zu blocken, dann sind die Skills danach 30% stärker. Das ist natürlich Wahnsinn. Das ist also, dieser Support-Talisman ist natürlich gut für Leute, die viel blocken. Wie Diebold zum Beispiel. Wartezeit für Skills um 5% reduziert und Skills sind 10% stärker. Und ja, und dann sonst nochmal Wartezeit reduziert. Also generell ist der schon sehr gut, der Support-Talisman. Den werde ich auch duplizieren. Auf den. Wir haben echt alles noch schlechte Talismane hier.
Obwohl, das, der stimmt, der ist nicht schlecht. Der Lightning Resist. Der andere ist schon besser. Machen wir mal so. Erster Anlauf ist, den zweimal zu duplizieren. Ich hoffe, das ist nicht so teuer. Sagen wir 5000, ja? Sogar. Ne, okay, dann machen wir direkt mal 4 Stück davon. Noch extra. Aber sagen wir 3 extra. Dann haben wir 4 insgesamt. So, die beiden Blocker brauchen den auf jeden Fall. So, wie ist das bei dir? Das Item-Wartezeit. Ach, und guck mal, Skill Reduction wäre doch Wartezeit hier gewesen. Ja, genau. Habe ich falsch gelesen. Ich dachte, Skill Reduction wäre Mana-Verbrauch reduzieren. Naja, jetzt haben wir uns entschieden. Das ist, bleibt ja so. Geht Speed ein bisschen runter bei ihr, aber sie hat ohnehin sehr viel Speed. Muss jetzt wirklich mal gucken. Also entweder ich nehme... Ja, das Stormcrest ist zu schlecht. Also den behält sie auf keinen Fall. Dieser ist schon mal besser. Jetzt ist nur die Frage, nimmt sie den abgelegten Lightning von den anderen? Nee. So, die vierte Person wäre dann wahrscheinlich Plachter. Sophie und Ramisel sind doch eher itemlastiger. Sie nutzt natürlich auch viele Skills, ist klar. Kriegt auch den. Den gleichen. Ich könnte jetzt noch einen Talisman bauen. In der Hoffnung, dass es irgendwie ein bisschen besser ist oder so. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Level 57 Talisman dann besser ist als der Level 76 Talisman, ist doch eher gering. Nochmal Item-Wartezeit 7%. Also dafür. Oder machen wir den nochmal. Den nochmal als Vergleichswert rein und jetzt so einen. Das muss alles so bleiben. Also nicht so bleiben, sondern dieser Talisman scheint der beste zu sein, den wir kriegen können. Da lohnt es sich nochmal 4000 auszugeben.
Finde ich ein bisschen schade, dass jetzt jeder den gleichen Talisman trägt. Aber die Werte sind halt das Entscheidende. So, und jetzt fehlt noch ein Item. Da haben wir Storm Bracelets mit Level 31 oder das Hourglass, ja. Für dich ist echt noch Storm Bracelet am besten. Warte mal, das war. Wartezeit um 20% reduzieren. Attack erhöhen, ja. Co-Ostens. High Damage und Attacking, ja. Ist nicht schlecht. Warum habe ich den nicht dupliziert? Weil der vielleicht zu teuer ist. Oder wir hatten zu dem Zeitpunkt wenig Geld, das kann natürlich auch sein. Ist gar nicht teuer. Mach ich da auch mal dreimal. Erstmal. Erstmal auch mal die Bolt. Intensified Power. Ja. Ich denke, da ist die Sanduhr besser. Verliert 20 Hitpoints, gewinnt 10 MP, 20 Attack, 20 Defense, verliert Speed. Also von den Attributen ist es ein Nullsummenspiel, könnte man sagen. Ticken schlechter würde ich sagen, weil er halt Speed verliert. Obwohl es sind nur 9 Punkte. Ein Ticken besser würde ich sagen, jetzt mit der Sanduhr. Aber Wartezeit um 20% reduzieren. Sein Attack-Wert wird. Achso, das ist ja schon rechts eingerechnet, okay. K.O.-Resistenz 7% ist schon nicht schlecht. Und Rest ist egal. Aber die 20% mehr Speed. Oder 20% weniger Wartezeit, besser gesagt. Das ist schon entscheidend. Du behältst deinen Eagle Scope. Das hat ja durch einen Trade auch bereits 10% Wartezeitreduktion. Das ist also auch gut. So, K.O.-Resistenz 7% würdest du behalten. Knockback 55% reduziert. Ja, okay, bla bla. So, du Hitpoints bleiben ungefähr gleich. Attack sind 20 Punkte weniger. MP bleiben gleich. Defense ein Tick höher. Also da sind die Stats jetzt ein bisschen schlechter, wenn sie die Sanduhr nimmt, aber sie kriegt eben 20% Wartezeit. Reduktion, das ist schon gerechtfertigt. So, warum hast du das noch? Das ist ja der letzte Schrott. Okay, wegen Item-Wartezeit minus 10% habe ich das bestimmt irgendwann mal gegeben. Aber jetzt kriegst du halt komplette Wartezeit. Minus 20%. Attribute, ja, du verlierst auch 75 oder 76 Hitpoints. Also insgesamt der Hitpoints-Verlust ist jetzt schon dramatisch bei so viel, durch die beiden Items, die ich hier weggenommen habe. Bisschen Death mehr gleicht das auch nicht aus.
Aber trotzdem ist es, denke ich, das die ganze Sache wert. Storm Bracelets waren ja wirklich Level 30, das konnte man ja nicht mehr mit ansehen. Das heißt, ich mache noch eine Sanduhr, also duplizieren. Ich gucke sicherheitshalber noch einmal, oder das können wir schon mal machen. Kommst du auch noch eine. Das heißt, nur du hast deinen Eagle Scope, das ist auch okay so. Da könnte ich auch überlegen, dass Diebold eventuell das Eagle Scope nimmt. Ne? Ich jetzt nochmal Vergleich von den Stats, wenn er das nähme. Ja, 30 Punkte. 60, 70, 80, 90 Punkte insgesamt, besser von den Attributen her. Da fällt die Crit-Rate nicht mehr. Ich denke, auch du bekommst die Sanduhr. So, Equipment Cost. Kann auch irgendjemand gute Items nutzen? Nein, das ist alles. Also von den drei hinteren war es ja eigentlich nur. Ob sich da irgendwas verbessert hat, ist aber nicht der Fall. Gucken wir nochmal die Mäntel durch. Der Alchemie-Mantel. Wenn du auch den Alchemie-Mantel anziehen würdest. Ach, warte mal, habe ich den sogar doppelt? Das ist der 68S. Nee, ich habe den nur anders. Der war wahrscheinlich sehr teuer. Also wenn Ramisel den auch bekäme. Die anderen brauchen den nicht, weil die zu wenig Items einsetzen. Ramisel setzt auch eigentlich wenig Items ein, aber ein bisschen mehr als die anderen. Also, verlierst 80 Hitpoints, wird ausgeglichen durch 50 Death, die du zu bekommst. Das ist okay. Speed verlierst du 16, gewinnst dafür ein bisschen Attack dazu, ist alles schlecht. Und dafür halt, bist du halt mit Items dann besser. Und der hier hingegen. Ja, ist auch nicht so toll. Ja. Kostet das? Den Alchemie-Mantel nochmal zu duplizieren. Ja, 30.000, nee, komm, das kann man jetzt nicht leisten und würde ich mir auch nicht leisten wollen, weil ich mir gar nicht mehr sicher bin, ist der Alchemie-Mantel denn wirklich besser als das, was ich jetzt trägt? Wenn es ein bisschen besser. Okay, dann gucken wir nochmal. Waffen durch, 57, 60, alles über 50, ist schon mal ganz gut. Würde ich sagen, ist okay. Jetzt gucken wir nochmal im Alchemie-Kessel. Ob ich noch irgendwie ein gutes Item übersehen habe.
Also den wollte ich ja nicht machen, weil wir stattdessen Support-Talisman haben. Time Control Hourglass ist auch das letzte in der Reihe, hier Level 69. Ist auch ein Hinweis darauf, dass es denn das beste Item ist. Gut, dann gucken wir zum Vergleich nochmal, ob Plachter noch irgendwas Besseres machen kann. Cycle Talisman, okay, aber auch Gunfighter Talisman. Den sollte ich nochmal ausprobieren. Und hier haben wir so einen Schal. Okay. Machen wir mal den Schal. Sind alle gleich? Die sind alle gleich. Und zwar habe ich natürlich gar keine Ahnung, welche Attribute hier sinnvoll sind. Oh ja, hier sind auch Stoffsachen. Life Force. Okay, 150 Hit Points, ja. Ja, es bringt ordentlich Attribute. Und wir können die Elemente auch nutzen. Ja. Okay, da würde sich der halt anbieten. HP-Regeneration. Ist nicht schlecht, ist halt die Frage immer, wie viel. Sind jetzt 10 Hitpoints, sind es 50 Hitpoints? Also irgendwie 50 müssten schon sein, damit sich das auch ein bisschen lohnt. Ich muss mal gucken, wie viel Blau habe ich jetzt schon dabei. Das sind 4 Punkte. 14 Punkte ist an sich schon ausreichend. 17 Punkte. Ne, Blau habe ich also genug. Ich gucke nochmal, was Gelb mir brächte. Fluttering Yarn. Keine Ahnung, was es macht. Aber es ist Gelb mit Lila zusammen. Und Overflowing Life. Das ist nicht schlecht. Das habe ich nur nicht grün. Ne? Grün habe ich zu wenig. Ich suche halt jetzt zweimal grün und dann zweimal was anderes, was ich gebrauchen kann. Ja, aber nicht blau. Gelb oder lila. Das ist mir zu wenig gelb. Ich bin wählerisch, ich weiß. Kann man vergessen. Wenn ich jetzt nur grün nehme, dann habe ich wieder die Chance auf eine Bonuszutat.
Versuch's mal mit dem. Das heißt, ich muss jetzt auch mit Grün anfangen. Damit ich die Bonuszutat kriege und danach Grün wieder ein bisschen dicht bauen kann, also wegnehmen kann. So, da würde sich hier was anbieten. Sowieso dahin. Ja, doch, das. Okay. Tja, und jetzt muss ich irgendwie noch möglichst viele Links bauen. Das wären zwei, ohne dass ich sonst was kriege. Der ist, glaube ich, der schwierigste anzubauen. Der ist nicht so schlecht da. Dass es mir so geht, das ja. Ich will nur mal eben schon mal was setzen, damit ich noch was zum Tauschen habe. So, jetzt entscheidet sich's. Bonuszutat oder nicht? Nö. Ja, Bonuszutat ist da. Wunderbar. Brauche ich alles, nur kein Wind. Ja, da würde sich schon was anbieten, denke ich. Müssen wir gleich mal gucken, was wir noch brauchen. Ah, ich mache jetzt erstmal Eis. Irgendwie. Den da und dann. Vielleicht den erstmal hier hin. So, das Eis fertig.
Licht. Das ist nicht so gut. Das heißt, diesen Lichtpunkt da unten kriege ich gar nicht. Noch ein bisschen grün und viel Licht. Und vielleicht ein Trade. So, mal gucken, habe ich Overflowing Life schon drin? Würde sich der vielleicht anbieten. Jetzt könnte ich den noch tauschen im Licht. Nochmal, das bringt mir aber nichts. Schade, fehlt mir denn ein Punkt. Und ich habe auch Blau irgendwie wieder kaputt gemacht. Warum habe ich das gemacht? Bei dem schon. Ach, ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Und da habe ich das so gemacht. Und der eine Blaue, das war schon zu viel. Da darf ich dann auch nicht hinsetzen. Das, wo ich gar nicht weiß, ob mir Blau überhaupt was bringt. Ne? Ich brauche zwei grüne Punkte auf jeden Fall noch. So, warte mal, und da. Mach mir damit Blau kaputt. Ne, ich mache mir kein Blau kaputt. Okay, das geht. Da kriege ich nur zwei Grüne, ich brauche drei Grüne. Darf mir aber auch kein Licht wegnehmen lassen. Das geht so nicht. Das ist denn der zu viel Blaue, ne? Oder? Immer noch gut. Also zwei Grüne reichen mir, ja. Aber nee, ich darf den... Oh, ich darf den Lila nicht wegnehmen. Meine Güte, das gibt's doch gar nicht.
Also genau, Lila darf ich nicht wegnehmen. Ich darf aber auch sonst kaum was wegnehmen. Deshalb ist das schon kaputt hier. Heieiei. So. Müssen wir den mal zuerst setzen. So, jetzt darf ich ein Lila entfernen. Ich mach das so. Nee. So, so. Da würde ich schon wieder zwei Lila entfernen. Da fehlt ein Punkt. Ich muss auf dieses Item hier verzichten mit dem Overflowing Life. Noch habe ich sortiert, noch Licht, okay. HP Supercharge ist auch nicht so, statt 60 Hitpoint. Ja. Nimm die Libelle. In der Hoffnung, dass es dann ein bisschen einfacher ist. Zwei extra Lichtpunkte. Nehmen wir vier. Können wir also zwei noch mal wieder, noch zwei über.
Tja, und hier ist jetzt die Frage, wie ich die Connections mache. Oh ja, das sieht gut aus. Jetzt kann ich den schräg da reinlegen. Und es passt. Ich will gar nichts mehr in Eis verwandeln. Oder? Nimm den einen grünen hier noch. Dann nochmal Eis. Den kann ich jetzt noch irgendwo reinsetzen. Könnte ich hier nochmal wieder grün machen. Bringt nur einen Hauch mehr Qualität, diese ganzen Links dann. Ja. Ich hoffe sehr, dass sich das oben auch gelohnt hat für den grünen und blauen Balken. Ist es klug, auf Gefühle zu setzen. Okay, wir nehmen auf jeden Fall Windrider, um die Wartezeit zu reduzieren. Bei MP-Verbrauch heilt man was und bei, wenn man Schaden nimmt, kriegt man MP zurück. Das ist auch sinnvoll, denke ich. Dann ist die Frage, nehmen wir jetzt 50 Attributspunkte oder nehmen wir 60 Hitpoints? Und da bin ich dann eher bei 50 Attributspunkten. Weil ich Def und Speed für wichtiger, wertvoller halte als Hitpoints. So, wie gut ist der Schal? Genau, gucken wir einfach mal die Stats an. Das heißt, Sophie würde 20 Def und 17 Speed dazu bekommen. Das ist schon mal schön, aber was ist das andere? DG-Gain 30%. Ich glaube, das ist diese Chance. Also das ist ja das andere von TP, also ich glaube, das ist der grüne Balken. Genau, Twin Action macht nochmal 30% mehr Damage und Support Guard weniger 30%. Alles klar. 3% Hitpoints werden regeneriert, also in diesem Fall 12. Oh, wenn man jetzt mal dran ist, 12 Hitpoints, das ist vernachlässigbar wenig. Lohnt sich überhaupt nicht. Aber diese beiden, die obersten Balken voll zu machen, war klug. Das war nicht klug, das war eine glückliche Fügung. War zufällig richtig, sagen wir so. Ja. Wer macht denn die ganzen Twin Actions? Damage received during Support Guard um 30%. Wir kriegen, wenn wir Support Guard machen, ohnehin nie viel Damage. Das ist egal. Ich will nochmal eben sicher gehen, was DG ist. Das ist alles nur Synthese hier. Ah.
DG. Dual Gauge, ja, oder Gauge. Dual Gauge für Dual Triggers. Füllt sich, wenn wir eine Twin Action machen, und zwar um 10%. Das heißt, wenn es sich um 30% steigert, kriegen wir dann 13% oder so. Nee. Müssen wir mal ausprobieren. Okay. Das heißt, eine Person, die oft Twin Actions macht, sollte das nutzen. Und das ist eigentlich am meisten Sophie. Wenn sie jetzt das Hourglass weggenommen bekommt, Wartezeit 20%, K.O. Chance. Ach ja. Gegen Elvira, die Twin Action nicht machen werde, ist doch eigentlich immer um Aura kaputt zu machen. Wer außer Sophie ist daran beteiligt? Abilities, ist das hier irgendwo zu sehen? Dual Trigger List. Mit Plachter zusammen. Da ist die Frage, wenn Plachter das denn auslöst, ist es plus 30%? Ne, Blödsinn. DG geht es ja nicht darum, wer diese Twin Action macht, sondern wer. Ja doch, wer, also nicht wer diese Dual-Geschichte macht, sondern wer die Twin-Actions vorher macht. Ich sehe da eigentlich Ramisel. Bei Ramisel nehme ich ganz oft den einfachen Skill, der wenig Wartezeit kostet. Wenn der dann halt ein bisschen länger dauert, ist nicht so schlimm. Sie kriegt ja sogar noch Speed ein bisschen dazu. Und Dev, sie hat dann diese K.O.-Resistenz nicht mehr. Und durch das Windrider hat sie ihre Wartezeit immerhin auch noch um 10% reduziert. Ich würde dann sogar sagen, dass beide das bekommen. Sophie und Ramisel. Und dann müssen wir mal gucken, lohnt sich das? Der Aufwand. Also lohnt es sich, den DG-Balken zu pushen? Oder lohnt es sich eher, nochmal 10% weniger Wartezeit zu haben? Der kostet natürlich 13.000, ist ja klar. Okay, also Planänderung.
Nur Ramisel nimmt das Ding. Sein, ja. Okay. Dann gucken wir noch mal, was unser Garten macht, aber ich glaube, was war das, 6 oder 7 Tage, die sind noch nicht vorbei. Ja, ein Tag ist vorbei. Ich denke, dann sind wir in der nächsten Folge in der Lage für einen weiteren Versuch. Wenn wir nochmal versuchen, gegen Elvira anzutreten. Mal schauen, wie es denn aussieht. Also bis dann, macht's gut. Tschüss.